Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hand Showdown. Ich war mit der Tina im Duo gegen Trio auf der mittleren Map unterwegs und wir hatten eine super mega verrückte Runde. Sowas habe ich lange, lange nicht erlebt, wenn sogar noch nie. Was da passiert ist, müsst ihr euch unbedingt angucken. Ich würde mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen. Ein Like wäre sensationell. Und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Haut rein, viel Spaß. Ich muss nochmal eingrätschen, ich habe was ganz vergessen. Und zwar von heute bis zum 20. gibt es die sogenannten Hand-Showdown Twitch-Drops. Das heißt, wenn ihr mir beim Stream zuguckt, unter 1049.de wie hier auf Twitch, ab 14 Uhr bin ich heute circa live, bekommt ihr Drops. Das heißt, den Billy Story gibt's, es gibt ein paar Waffenskins und noch einen anderen Skin. Ihr seht das, ich habe da so ein bisschen was eingeblendet hier rechts über mir. Müsst ihr mal, um genaueres zu erfahren, müsst ihr mal bei Hand Showdown auf der Webseite gucken. So, und jetzt wünsche ich euch aber ganz, ganz viel Spaß. Haut rein. Tschüss. Wahrscheinlich, Grillan. Pferd? Hemlock oder über Prison erst? Hemlock. Okay. Ich glaube nicht, dass er hier ist, oder? Nee. Randy! Taste. Ich hätte ganz gern mal, dass wir nicht angreifen. Ja. Dass wir in Ruhe mal den Boss machen können. Kriegen wir auf die Nase, Tina. Mir juckt die Nase nämlich. Vielleicht liegt da oben eine Sniper drin, Jan. Kannst du hier vom Sniper-Turm aus? Ich guck mal, wir haben nur ein Problem, wenn da oben einer rausguckt jetzt. Ja. Da könnte echt was liegen. Ja, dann gehen wir mal gucken. Also Muni liegt da nicht. Ne, Heilung. Scheißendreck. Aha, die sind hier reingegangen, guck mal. Oder haben extra aufgemacht und sitzen jetzt links und rechts daneben. Würde mich nicht wundern. Ich guck rechts. Hier ist nix. Nee, da ist auch nix. Kann das sein, dass sie weitergelaufen? Nee, Nate. Nate. Ja. Ja. Unten raus. Ja, lass mal woanders lang moven. Ja. Ich glaube, der ist raus. Der ist schon draußen, ja. Oh Gott. Yo.
Oh Gott. Die ist halt eine löchrige Angelegenheit hier. Ja. Pushen die? Nö. Nee, nee. Also bis eben noch nicht. Keine Ahnung. Kann dir nicht sagen, wo er mich erschossen hat. Durch den Türspitz, denke ich mal. Irgendwo ist eine Lane. Mir erschrocken. Einer ist hier auf der Treppe, glaube ich. Was ist das? Das warst du! Ich bin fix und fertig. Oh Mann, nee. Ich hab da nur ein Stehen sehen. Ich bin fix und fertig. Wir laufen die Tränen schon runter. Ich weiß nicht, ob der eine unten oder oben ist. Ich dachte mir gerade nur so, scheiße, gehst du einfach mit dem Messer rein da. Der ist hier unten, der ist hier unten. Das ist der einzige, Tina. Ja, ich hab 50 Leben. Ich weiß, scheiße. Ich kann nicht pushen. Oh Mann. Und ich erschieß dich auch noch. Die geht in die Geschichte in die Runde, wenn wir die gewinnen. Ja, der ist da hinten. Hier unter mir. Oh, ich bin fix und fertig, Tina. Ja, ja, ja. Bleiben Sie ruhig. Hören Sie mal auf jetzt hier. Gut, dass sie da Stacheldraht gesetzt haben, ey. Die werden so hoch gepusht. Mhm. Ja, er hat auch gesetzt. Oh Mann. Ich krieg mich gar nicht beruhigt irgendwie. Das war so gut. Ich würde gern pushen.
Ist er jetzt auf dem Dach oder was? Nee, unten, unten, unten. Unten, dir. Okay. Ja, jetzt ist. Ja, dann geh du mal vor. Weil. Wir haben ihn! Nice! Tina! Ich hab's doch gesagt, er hat auch was gesagt. Ich glaube, da kommen welche. Gib mich auf! Nee, da kommen keine. Warte, warte, warte. Ich hab keine Heilung mehr. Ich möchte einfach nur raus. Diese Scheißrunde. Ich hab er jetzt auch noch gekriegt, ey. Ach, Mann, ey. Ich bin fix fertig. Mein Lieber, ich hab gesagt, es war. Oh, Mann. Oh, ich habe einen hochroten Kopf, ne? Ich bin fix und alle gerade. Ich war low, ich hatte keine Muni, ich muss nachladen, keine Ahnung. Ich denke mir, acht Messer ohne rein da. Stehst du da? Ich habe noch gedacht, pass auf, du kamst mir entgegen und ich habe noch gedacht, das ist Tina. Und auf einmal messerst du mich. Denke ich, ist das wirklich Tina? Ja. Ich geschossen. Oh, herrlich. Oh, Mann. Oh, lass uns raus hier, ey. Ich blute dir noch schnell. Soll ich jetzt sagen, ich hab Kopfschmerzen von lang. Der hat einen Uppercut. Ich komme. Ich brech ab. Ich kann nicht mehr. Oh, ich bin fix und alle. Komm, stell den Teekessel beiseite und mach was! Stirb bitte nicht! Ich seh nichts! Fix! Was mach ich hier? Du stirbst! Du blutest! Ich weiß! Oh, das ist nicht euer Ernst! Ich bin so kaputt. Ist hier noch irgendwo was? Ich sehe nichts. Oh. Ey, wenn die noch zugucken, ne? Die denken auch, Alter. Ich kann nicht. Was für was für Anfänger. Oh Mann, ey. Oh, alles nur wegen dieser scheiß Uppercut. Ich nehme die Spectre jetzt. Ne? Oh, ich komm. Wenn jetzt, wir haben so viel Glück, muss ich dir sagen. Stell dir mal vor, jetzt wird noch ein anderes Team herkommen. Oh nee, bloß nicht. Wir sollen bloß wegbleiben. Habe ich den jetzt gelootet? Ich traue mich nirgendwo mehr hinzulaufen. Lass raus hier. Ich hab den gar nicht gelootet. Das sind Bums. Oh. Wow. Oh, und das geht in die Geschichte ein, die Runde. Ja. Die müssten wir eigentlich hochladen. Die lade ich morgen. Nee, morgen kommt eine andere, aber die kommt die Tage auf jeden Fall auf YouTube. Oh Mann, ey. Wenn jetzt noch ein Team, pass auf, da kann noch ein Team irgendwo sein. Ich bin fix, ja, ich fertig, guck noch Tina, mal. Ne? Ist selten clear. So gelacht. Was eine Scheißrunde. Ich dachte, geil. Tina kommt rein. Auf einmal läuft's auf mich zu und messerst mich. Ich dachte, was? Hab ich irgendwas falsch verstanden oder wie? Stell dir mal vor, wir hätten getradet miteinander. Oh ja. Du hättest mich totgemessert und ich hätte dich erschossen im selben Moment. Ach du Scheiße. Die Gegner hätten sich kaputt gelacht. Die haben sowieso gedacht, was machen die denn da oben? Wieso stirbt der eine denn? Oh. Trick 17 KD gesaved. Das Lustige ist, was passiert immer nur mit Tina. Wir haben die beklopptesten Momente, das ist unfassbar.
Wow, das waren jetzt auch nicht Gott sei Dank die Besten. Oh Mann, was für eine Runde, unfassbar. Das Ding ist, die Tina kam oben rein und ich dachte noch, ich habe gemerkt, wie sie so hinter mir übers Dach gelaufen ist. Und dann habe ich noch gedacht, ja, Gott sei Dank, die Tina kommt rein, nicht, dass sie da oben auf dem Dach erschossen wird, weil sonst kann ich sie nicht holen. Dann kam sie links von mir die Tür rein und dann kam sie wie eine Bekloppte mit Messer gezogen auf mich zugerannt. Und ich habe mir nur gedacht, was? Ist das ein Bug? Hat die eine blaue Umrandung? Beziehungsweise hat der Gegner jetzt eine blaue Umrandung? Wo kommt denn der her? Und ich habe mich so erschrocken, ihr müsst mal auf meinen Gesichtsausdruck achten, wenn Tina angerannt kommt. Ich mache das ganz zum Ende, haue ich nochmal den Gesichtsausdruck wahrscheinlich rein. Ich muss mal gucken, ob ich das hinbekomme. Und dann musste ich schießen, weil ich dachte, ja, das ist ein Gegner. Und als sie dann angefangen hat zu lachen, beziehungsweise ich verstanden habe, was hier los ist, dann war natürlich, dann war das Gelächter groß, sensationell. Und das Krasse ist, als wir dann runtergegangen sind und als ich den einen erschossen habe, ist ja Tina kurz danach in die Falle gelaufen. Und ich bin ja später dann durch die linke Tür durch die Falle gelaufen. Und es hätte auch übelst schief gehen können, weil, ich zeige euch was, Moment. Mal den Hintergrund hier entfernen. Passt mal auf. Achtung, Ohren festhalten, es wird wieder sehr, sehr laut. Ich bin leider da sehr laut. Nice. Tina! Ich hab's doch gesagt. So, passt auf. Jetzt bin ich erstmal da verwirrt rumgelaufen und hier, da, man, ne, ich weiß nicht, man sieht es nicht, aber hier steht ja die Falle, wo ich dann reingelaufen bin. Und passt mal auf, wie knapp das war. Der hat auch was Ich glaube, da gesetzt, kommen ne? welche. Gib mich auf! Da seht ihr die Falle? Da steht sie. Nee, da kommen keine. Warte, warte, warte. Ich habe keine Heilung mehr. Ein Stück weiter und ich wäre reingelaufen. Ey, richtig Glück. Was wäre das denn für ein Ende gewesen, wenn wir beide durch eine Falle gestorben wären? Das hätte grandios zur Runde gepasst, aber oh, ich hätte, glaube ich, dann nicht mehr gelacht. Ich hätte dann geheult. Also das wäre übelst gewesen. Und ja, was eine Runde, unfassbar. Es tut mir leid, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt mit der Runde. Es war jetzt keine so Runde, die ihr sonst kennt, sondern eine Slapstick-Runde, aber ich war einfach zu schade, um wegzuschmeißen. Ich fand das halt so lustig. Ich habe auch Tränen gelacht in der Runde, unfassbar. So, und jetzt denkt an meinen Teamspeak, der ist unten verlinkt, genauso wie game.de, könnt ihr jederzeit nutzen, könnt auch game.de gerne mal besuchen, gerade wenn ihr selber Teamspeak, Mumble, Root-Server, Game-Server, Web-Server etc. sucht, seid ihr an einer super Adresse. Es gibt noch was zu sagen, und zwar, es sind ja die Twitch-Drops ab heute, könnt ihr ja ab 14 Uhr bei mir sammeln, wenn ihr Bock habt, und dann täglich, außer doch täglich. Guckt einfach rein, würde mich sehr, sehr freuen. Jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Ich bin heute ab 14 Uhr online und die nächsten Tage denke ich auch so ab 14 Uhr, 14:30 Uhr, so den Dreh. Habt einen tollen Tag. Tschüss.